wenn ich das richtig deute, seine bestmögliche Zeit 15:31 und seine PB 16 Minuten und 6 Sekunden. Auf jeden Fall nicht schlecht. Das klingt das vielversprechend, das ist halt, was wir gleich sehen. Das ist halt in der Rangliste schon Platz 3. Ne? Dann ist die Frage, wie stabil kann er die Leistung bringen? Ja, sieht auf jeden Fall noch ganz entspannt aus bei Shelbert, so wie er da sitzt. Ich weiß nicht, ob du Shelbert schon mal spielen gesehen hast. Ja, halb liegend. Genau. Es sieht bei ihm immer entspannt aus. Ja. Deswegen, also so hätte ich nie in meinem Leben Kaiser spielen können. Ja, ich hab's schon immer gesagt, na, das wussten wir als Kinder schon, dass die Konzentration umso höher wird, je näher du am Bildschirm sitzt. Ja, und da so zurückgelehnt, boah, könnte ich nicht. Und da geht's auch schon los. Bin tatsächlich gespannt, ob Shelbert die ganzen Speedstrats mitnimmt oder auf Safe spielt. Auf jeden Fall bekannt dafür, dass er immer gerne alle Speedstrats zeigt, auch wenn sie noch so wenig bringen. Oh. Und das war auf jeden Fall keine Speedstrat, da übernimmt Zafros die Führung. Ja. Ja, Zafros durchs erste Level durch. Da ist Shelbert nochmal ganz kurz hängen geblieben. Die Frage ist ja auch, hat Shelbert vielleicht noch eine Speedstrat gefunden, die noch keiner kennt? Das ist eine sehr gute Frage, aber viel ist halt hier in dem Hack auch nicht möglich. Ne? Also ich habe zumindest keine Stelle gesehen, wo man eventuell glitchen könnte. Ja, das meiste... wurde tatsächlich auch schon im Forum besprochen, das haben die Warner. Okay. Okay. Shell nach vorne, das habe ich tatsächlich bei keinem gesehen bisher. Das habe ich gerade verpasst. Oh. Und da ein Tod bei Zafros. Trotzdem noch leicht in Führung. Mal wieder ein Tod bei Shelbert, weil die Speedstrat nicht funktioniert hat. Und Zafros auf gutem Weg Richtung Ziel. Da
Ja, da zum Beispiel gerade bei Shelbert auch wieder zu sehen, er überspringt den Manager gleich und landet sofort drüben auf der Plattform, habe ich tatsächlich bisher auch bei den wenigsten Runs gesehen. Ist jetzt keine wirklich große Zeitersparnis, aber... Spart noch mal einen kurzen Spin-Jump. Oh, Zafros tot, genau vorm Checkpoint. Das war ein sehr, 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 sehr teurer Tod. Ja, und Shelbert beim Checkpoint. Das ist halt auch die andere Seite bei Shelbert. Er versucht zwar jede Speedstrat und die eine oder andere scheitert, aber den Rest spielt er halt so extrem konstant, dass er trotzdem immer eine Top-Zeit hinlegt. Ja, absolut. Das ist halt so verblüffend. Oh! Das konnte er selber nicht fassen. Das sehen wir an der Cam. Damit ist Zafros wieder vorne. Und nimm den mit aus dem Level, den Vorsprung. Das sind, wenn man Shelbert wirklich genau zuguckt, es sind so überall Millisekunden, die er spart. Gerade hat er auch nicht gewartet, bis der Maul unten war. Er ist gleich oben auf den Kopf gesprungen und rüber weiter. Zafros zwei Tode wieder, jetzt sind sie sehr, sehr nah auf. Ja, die Speedstrats sind halt teilweise so Sachen, die er jetzt eigentlich schon noch zu früh macht. Na, also die Speedstrats, die er macht teilweise für Zehntelsekunden, wären für einen Weltrekord noch gar nicht so nötig. Da wäre erstmal das Wichtigste, das Deathless zu machen und dann die größten Speedstrats, die am meisten bringen. Den Rest sollte man dann wirklich erst machen, wenn das so ausgegrindet ist, dass man dann nur noch daran sparen kann. Wenn er jetzt die hier am Ende des Levels versucht und da scheitert, das wird ein richtig teurer Tod für ihn. Und du hast halt wirklich nur einen Bruchteil von einer Millisekunde Zeit, die Säge nochmal im Abflug zu nehmen, um noch rüberzukommen, und er hat es nicht geschafft. Das ist so ein krasser Typ, ne? Das ist Wahnsinn. Er will wirklich alles zeigen. Ja, er will es unbedingt. Die Frage ist, macht das nochmal oder geht er jetzt auf Safe? Ich glaube, er geht auf Safe. Ich denke, er macht es nochmal. Er wird zeigen, ja, alles oder nichts. Ich habe beides bei ihm schon gesehen, dass es dann auf Safe gemacht hat und dass es nochmal probiert hat. Ja, sage ich doch, er macht es nochmal. Das ist Wahnsinn. Das ist Shelbert. Entweder alles oder nichts. Was ein Ding. Und das hat tatsächlich auch wieder ein Stückchen Zeit gut gemacht, dass er nicht allzu weit hinter Zafros hängt. Also es ist halt, es kommt einem so vor, als wäre es für ihn kein Sieg, wenn er nicht den Sieg mit den Speedstrats macht. Oder er will sich das Spielen ohne diese Strats nicht angewöhnen. Ja, es soll halt auch jeder so spielen, wie er den Spaß dran findet, ne? Und wenn es für Shelbert den Reiz ausmacht, das so zu spielen. Weil wir werden dann bei Shelbert auch... Oh, der Tod war bitter. Aber am Ende des Levels werden wir auch sicherlich dann den Bullet Skip sehen. Zafros wartet. Auf jeden Fall, ja. Shelbert wird nicht warten. Oh. Und da schmeißt er den Pi zu weit. Oh. Wahnsinn.
Das habe ich tatsächlich so auch noch nicht gesehen. Nee. Das ist halt auch. Das war ganz auch kurzes mein Zeitfenster, erstes das Mal. Treffen musst. So, bin ich gespannt, wie der Skip jetzt funktioniert. Na, du musst eigentlich nur vor dem Bullet zurück. Ja, wie er funktioniert, weiß ich. Ach so, okay. Nee. Nein, erwartet. Ich fasse es nicht. Naja, man konnte den Skip ja schon ein bisschen vorahnen, ob er funktioniert oder nicht. Ich habe jetzt wirklich mit allem gerechnet, aber damit nicht. Naja, das kommt ja auf die Position von dem großen Maul an, die man vorher sieht. Und ich denke, daran hat er es vielleicht abgeschätzt, dass es das nichts werden würde und deswegen die nicht versucht hat. Immer wieder schade für Saphros, der eine tot hat den Vorsprung doch versucht minimiert. Auch wieder die Speedstrat. Oh, Wahnsinn, das ist... Das tut so weh beim Zuschauen, weil man weiß, wie gut er ist und dass es dann daran Zeit verliert. Das ist das, was ich meine. Ne? Nochmal hat er es nicht probiert. Ist wahrscheinlich auch, wie er sich gerade fühlt. Aber andererseits, genau das wollen wir doch eigentlich auch sehen hier. Wir wollen sehen, dass die Runners versuchen, wenn sie es schaffen, wollen wir sie dafür feiern. Das ist halt auch so ein Grund, warum Shelbert halt in Anführungsstrichen nur auf Platz 3 ist der Rangliste. Oh, das läuft in den in die Bugkette rein. Das ist... Ja. Ich denke nämlich, er wird es im Training nicht anders machen. Dass er da genauso die Speedstrats versucht und deswegen wieder in Anführungsstrichen nur diese 16 Minuten 6 Sekunden Zeit hat. Und ich denke, er ist richtig stabil, was den Hack angeht. Und nur diese Speedstrats sorgen dafür, dass er noch nicht den Weltrekord hat. Wäre jetzt zumindest so meine Einschätzung. Ich würde es tatsächlich auch so einschätzen. Wirklich nur noch mit minimalen Vorsprung. Aber man braucht halt auch nicht denken, dass Shelbert so einer ist, der die Speedstrats macht, weil er sein Gegner einfach unterschätzt oder weiß, dass sein Gegner vielleicht zu schwach ist für ihn. Er macht solche Strats halt auch, wenn er gegen Voxic spielt. Ne? Das ist, ihm ist halt einfach egal, wen er als Gegner hat. Er macht's, worauf er Bock hat. Die meisten zittern ja nicht umsonst vor Shelbert.
Er hat so viele Weltrekorde, Bestzeiten aufgestellt. In 4 Sekunden. Wollte ich gerade sagen, 4 Sekunden, ja. Boah, ich weiß allerdings auch von Saphros selbst, dass er offstream sehr viele Speedstrats trainiert hat. Bis zum Erbrechen. Oh, und da lässt er den P-Switch fallen. Das ist böse bei Saphros. Und damit haben wir den Führungswechsel. Ja. Ja, und ein bisschen Glück gehört halt dann auch dazu. Ne? Shepard hat hier wirklich einen starken Gegner. Aber hat dann halt das Glück, dass dann doch der ein oder andere Fehler ihn wieder aufholen lässt. Also nix, merkt ihr, es liegt nie am Yoshi. Nie. Wenn Shelbot jetzt keinen Fehler mehr macht, dann sollte er den Sieg heimfahren. Von der ersten Runde. Hier ein Tod am Ende. Könnte es noch spannend machen. Und jetzt. Ich sag nichts. Ich sag's lieber nicht. Richtig aus, Mo. Wir wollen's hören. Oh nein. Okay, es war ein schneller Tod bei Saphros, aber trotzdem. Da passiert bei Shelbot nichts mehr. Und damit ist er dann auch so bei 18,7 durch. Na gut, nicht ganz. Ja, dann GG an Shelbot für die erste Runde. Mit der Zeit, also er wird Voxic, denke ich, vorhin gesehen haben, oder zumindest die Zeit erfahren haben, die Voxic gemacht hat.
mit der Zeit muss er sich auf jeden Fall überlegen, wenn es dann gegen Voxic geht, ob er sich die Speedstrats noch antut oder ob er es lieber sein lässt. Weil dadurch hat er jetzt wirklich, ja, 2 Minuten verloren. Ich weiß nicht, ob er sonst, das sein lässt. Das ist schwierig, ja. Das ist... Machen die One eine Pause oder geht's gleich weiter? Ich denke, beiden kribbelt's im Finger. Beide werden weitermachen wollen. Ohne Pause. Glaube ich auch. Und nicht nur den beiden kribbelt's. Wir wollen auch sehen, wie es weitergeht. Aber Roti schreibt, es geht weiter ohne Pause. Und schon geht's weiter. Oh, da war wieder ein Tod bei Shellbird. Das ist wieder die Chance für Zafros. Zafros fehlerfrei, erstes Level geschafft. Oh, und Shellbird nochmal mit deinem Tod. Wenn Zafros jetzt noch eins zulegt zu dem Run vorhin, dann könnten wir heute ja auch noch ein drittes Match sehen. Aber da dafür legt Zafros auch einen Tod hin. Vorsprung hat sich minimiert. Unser Kaya schreibt, die erste Stage. Ja, zum Glück hatten da heute keine anderen Runner einen Tod in der ersten Stage. Sehen wir gleich wieder Shelberts Shellwurf. Ja, da war er wieder nach vorne. Einfach. Hast du ihn jetzt gesehen? Ja, ich habe ihn vorhin nochmal sozusagen im Clip nochmal angeschaut. Ah, okay, ja. Auch schön Voxic und Sakaya mit ihrem Humor im Chat. Zafros geht wieder auf Nummer sicher. Shellbird wird sicherlich wieder versuchen.
Schade. Der war sehr kurz. Ja. Der war besser. Versucht halt auch die Sprunghöhen richtig zu optimieren, ne? Den Pokey vorhin hätte er können safe richtig hochspringen, voll durchdrücken. Macht es aber so, dass es gerade so passt. Das ist so ein hohes Risiko für nicht viel Zeitersparnis. Ich wollte gerade sagen, es spart halt wirklich nur minimal. Auch der eine Cooper, den er da auslässt, es ist wirklich minimal. Ich sag mal so, lass den Shelbert mal einen Deathless Run machen. Mit seinen ganzen Speedstrats. Kriegt keiner wieder. Definitiv den Weltrekord, ja. Da kriegt keiner wieder den Weltrekord. Das war's dann. Dann ist der ausgegrindet. Ja, Shelbert knapp 18 Sekunden, 18, 19 Sekunden hinter Safros. Also wie immer alles noch drin. Ja, Sakaya, er ist tatsächlich stur, der liebe Shelbert. Wir hoffen ja, dass du auch noch so stur wirst. Ja, und auch Safros schön durch die Mole Stage durch. Shelbert jetzt beim Drifting Mole. Den hat er auch ohne Probleme gemacht. Wird jetzt noch mal es versuchen wird am Ende. Also so wie er vorhin drauf bestanden hat, wird er das jetzt garantiert wieder machen. Wie gesagt, die ein oder andere Speedstrat wiederholt er nicht, aber ich glaube, die wird er immer machen wollen. Ja. Ja, und sie klappt auf Anhieb sehr gut. Das bringt viel Zeit. Das sind so knappe 3 Sekunden, ne? Könnten das sein? Ja. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Also. Da braucht ja die Statue allein schon 2,5 Sekunden zum wieder abspringen. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt den P-Switch nicht wieder da drunter wirft, dann hat er wirklich jetzt gut Zeit aufgeholt. Na, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob er jetzt die Morris-Strat macht, die Bullet-Skip-Strat da. Vorhin weiß ich nicht, ob er da einen Indikator hatte, dass es nicht geklappt hätte. Macht er nicht. Geht hier doch auf Nummer sicher. Ich weiß nicht, ob ich es richtig
mitbekommen habe, dass man, glaube ich, direkt auf die Plattform springen muss oder den Maul sehr früh auf den Kopf springen muss. Auf jeden Fall müsste Shaper dort schneller sein an dem Punkt. 2 Tode bei Zafros. Ja, und schon sieht das alles wieder ein bisschen knapper aus, ne? Zafros einmal neu Anlauf genommen. Gut. 2 Sekunden. Ja, es ist wirklich richtig eng. Ja, und der Shaper wird gleich vorbeiziehen, weil er, wie gesagt, auch immer die kleinsten Beatstrats mitnimmt. Schon keine ganze Sekunde mehr. Nee, aber da hat er die Röhre er nicht ganz am gleich sofort geblieben. Bekommen. Ja. Erst halt, wenn du rein von der Theorie her davon ausgehst, dass beide Deathless laufen, würde ich immer mein Geld auf Shaper setzen. Weil er immer die kleinsten Zeiten immer so schnell, so viel schneller ist. Das sind halt teilweise bei Shelbert nicht mal Speedstrats. Das ist halt genau sowas wie die Sprünge nur so hoch machen wie nötig. Ja, richtig. Das bringt dir auf einem Level wahrscheinlich schon 5 Sekunden. Wenn du viele Sprünge hast, wo du es machen kannst. Gut, das hier ist jetzt wieder ein Level, da kann man wirklich keine Zeit gut machen. Sei denn, man bleibt natürlich am Ende an der Treppe hängen. Sinus, ne? Shelbert ist von. Oder nee? Nee. Da habe ich mich verguckt. Zafros noch. Zafros noch. Ich dachte, er hätte doch noch irgendwo ein Mühe gefunden, was er hier gut machen kann. Wie gesagt, das ist eigentlich wie ein Autoscroller hier mit den... Naja, aber es kommt immer darauf an, wie du das letzte Mal von dem Eerie abspringst. Den da vielleicht Mühe früher nehmen kannst. Oh nein, das war böse bei Zafros. Damit Shelbert wieder in Führung. Aber ich glaube, das war genau der gleiche Tod, den sich Zakaya vorhin einmal geleistet hat. Shelbert aber jetzt schon wieder so weit von. Das ist Wahnsinn. Und noch ein Tod bei Zafros. Das ist richtig bitter. Die Zeit jetzt gegen Shelbert wieder reinzuholen, wird richtig schwierig. Jetzt kommt halt auch nicht mehr so viel. Na, wir haben jetzt wieder so ein Autoscroller. Ja. Da muss Shelbert wieder irgendeinen richtig schlimmen Fehler machen, damit Zafros da in Führung gehen könnte.
läuft halt bei Shelbert jetzt auch richtig flüssig. Kein Vergleich zum ersten Lauf. Ja, es wird auf jeden Fall eine wesentlich bessere Zeit. Ja, es sieht halt aus wie eine 17er Zeit zurzeit. Oh, und Saphros wirft den Yoshi wieder weg. Ja, und damit kann man eigentlich sagen, puh, kann bei Shelbert noch so viel passieren, dass Saphros das einholen kann. Ich bezweifle es. Ich auch. Wir bekommen heute einfach kein drittes Match zu sehen. Ja, das war uns, glaube ich, gestern schon nicht gegönnt, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, gestern auch nicht. Oh, so wie es gerade läuft, könnte es sogar eine 16er Zeit werden bei Shelbert. Sakaya ist schuld, ich sollte jinxen. Oh. Tja, das aus. Da hat man schon tatsächlich kurz vorher gesehen, dass er irgendwie Probleme hatte. Shelbert müsste jetzt halt noch zweimal sterben. Oh Mo, du bist so böse. Oh, und Saphros lässt die Shell liegen. Was ist mit Shelbert jetzt los? Ach nee, oh Gott, was habe ich denn jetzt geguckt? Jetzt habe ich geschielt. Tod bei Saphros. Er hat den Maul auf den Kopf bekommen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ein verdammt spannendes Race. Wieder Top-Zeiten von beiden Runnern. Genauso wollen wir es doch sehen. Ja. Die 17:30 für den Shelbert. Ja, da sieht man es halt, ne? Also von den PBs her sind die beiden halt nicht weit auseinander. 12 Sekunden liegt da zwischen den beiden. Aber ich glaube, Shelberts wahre PB wäre sehr viel besser, wenn er das alles sicherer spielen würde. Und dementsprechend ist er halt auch konstanter bei so einer 17-Minuten-Zeit. Ja, und von Saphros bleibt es trotzdem bei einer Sub 19. Ist keine schlechte Turnierzeit. Ja, richtig. Da kann er auch stolz sein auf die Zeit. Hat er gut gemacht.
Vielleicht sollten wir statt einer 2-Sekunden-Regel eine 2-Minuten-Regel einführen, damit wir noch ein nächstes Race sehen würden. Ah, da sind die beiden schon. Hallo Shelbert, hallo Safrosio. Hallo, hallo. GG, ja. Shelbert, für den Sieg. Dankeschön. Und auch an Safros. Es war ein absolut spannendes Race zwischen euch beiden. Ich habe schon, wir waren gerade schon im Anno-Raum. Ich habe schon jetzt selten so einen Scheiß zusammengespielt wie gerade. Aber da kickt die Nervosität. Man spielt gegen den legendären Shelbert und weiß halt nicht, wie er spielt und sieht das ja auch nicht. Ne? Also ich hab das Ding drüber gehabt. Ich habe dann zwischendurch im Chat gelesen, oh, spannend. Ich so, wie spannend? Was ist spannend? Ne? und war dann auch so, ja, krass. Das ist, ja, vielleicht hätte ich es ja sogar noch in den letzten 2 Leveln reißen können, zumindest, dass wir ein schönes drittes Spiel gesehen hätten, aber ja, jetzt muss ich mich dann nochmal zusammenreißen und dann gegen Pedro. Aber du hast tatsächlich im zweiten Wales ganz lange Zeit geführt. Ja, ich bin im ersten Level gleich mal gestorben, ein paar Mal. Ja, ich hatte einen Tod, glaube ich, im zweiten oder dritten Level, aber relativ am Anfang, deswegen war ich also, ja, könnte gerade noch so gut gehen. Dann hatte ich echt ein gutes Gefühl. Ich glaube, es lief auch ganz gut bis PNDR oder irgendwie sowas. Ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Platz hier. Auch PNDR hattest du immer noch die Führung. Tatsächlich. Okay. Ja, manchmal machst du nichts, ne? Manchmal stehst du da. Ja. Frag mal Luckless Joe, der auch im letzten Castle dann noch die Führung abgegeben hat. Manchmal stehst du da. Oh ja, das war. Das ist besser belehrt. Da fragst du dich, woran sie gelegen hat. Am Ende fasse ich immer, woran sie gelegen hat. Ist ja. Woran hat sie gelegen? Ich sage ja immer, was war das Ziel? Ja. Ja, wir haben halt gerade auch schon philosophiert. Also, so wie ich Shelbert kenne, könnte er den Weltrekord schon haben. Nee, weit nicht. Ich denke, Shelbert macht im Training genauso wie auch hier im Turnier seine Speedstrats. Und daran scheitert der Weltrekord bei Shelbert. Ja, ich habe tatsächlich. Ich habe den Chat ja den Chat nicht überdeckt gehabt, nur das Bild. Und habe dann zwischendurch gelesen, wie der Chat voll ausgerastet ist über die Speedstrats. Also, ja. Richtig gut. Und da habe ich dann auch Schiss bekommen. Ich so, okay, wenn er die schafft, dann bin ich im Arsch. Gut, ist auch so passiert, aber machst du nichts, ne? Ja, nee, Shelbert, wir waren tatsächlich, ich sag mal, doch beeindruckt, dass du die so gut durchgezogen hast, die Speedstrats. Ja, na, das sind jetzt auch gar nicht so schwieriges falsche Wort, aber nicht so unkonstant. Also ich kriege die eigentlich schon relativ konstant hin und ich habe für die einzelnen Strats, die ich wirklich verwende, habe ich eigentlich auch ein Setup mit Schlupfloch, wenn ich es irgendwie verkacke. Nur im ersten Rennen, da war ich im Grape Castle, war ich einfach zu greedy, beziehungsweise habe einfach zu viel gehofft. Da habe ich eigentlich vornherein gewusst, dass sich das nicht ausgeht. Die Strat. Aber dann hofft man doch immer, vielleicht geht's ja dann doch, vielleicht fällt ja doch Mario ein bisschen schneller wie sonst. Und dann fällst du halt in den Tod rein. Oh, ja, sowas ist ärgerlich. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du da sehr gut einschätzen kannst, das Setup, wie es gerade ist, ob es funktioniert oder nicht. Wie ist denn das bei dem Bullet Skip? Hast du den mit bei dir drin in den Speedstrats oder lässt du den weg? Nee, den lasse ich weg. Der ist sauschwer. Also der ist ziemlich frame perfect und der ist doppel frame perfect, wenn man quasi, oder triple frame perfect, wenn man es rübernimmt, weil man muss ziemlich perfekt direkt nach der Landung vom ersten auf den zweiten P-Switch hüpfen, dann direkt wieder perfekt landen, perfekt weiterspringen, damit man über die Bullets drüber kommt. Und das ist mir einfach zu hart. Also das würde ich, sollte ich irgendwann, was ich jetzt nicht glaube, wirklich nochmal von 15:30 auf 15:29 den Weltrekord verbessern müssen, dann wäre der drin, aber sonst ist das relativ unnötig zu machen. Ich fall gerade vom Glauben ab. Shelbert hat gesagt, es gibt eine Speedstrat, die zu schwer ist. Wenn die Speedstrat im ersten Level wäre, würde ich sie jedes Mal machen, aber sie ist halt irgendwann in der Mitte vom Run. Mhm. Und noch 7 Minuten immer aufzugeben, das ist nicht so spaßig. Mhm. Vor allem, wenn man weiß, dass der derzeitige Weltrekord den nicht hat und den auch nicht, gar nicht braucht. Wobei ich, weil du vorher schon geredet hast, Mo, ich glaube nicht, dass ich ohne Speedstrats
mit einem Deathless Run an Sakaya hinkommen wird. Da ist er zu präzise. Na gut. Kannst du auf jeden Fall besser einschätzen. Das habe ich auf jeden Fall kennengelernt, dass du das richtig gut bist im Einschätzen. Also ich sag mal so, du kannst mit einem Blick hast ja schon ein paar Mal einschätzen, ob du eine halbe Sekunde gut machst, einfach nur mit hinschauen. Das ist schon Wahnsinn, wie gut du sowas einschätzen kannst. Und da vertraue ich dir mal, dass du es dass du es richtig einschätzt, dass du den noch nicht holen würdest. Ich habe ja doch den einen oder anderen Speedrun schon mal gemacht. Ja. Ja, stimmt wohl. Ja, aber wahnsinnig gut. Hat man eigentlich bemerkt, ein Tod, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, mich hat mein Auge gejuckt und ich Idiot habe mir ins Auge gejuckt und bin dann in den Tod gesprungen. Okay, ich habe einen, ich sag mal, dummen Tod bei dir tatsächlich gesehen. Hab mir gedacht, was ist denn da passiert? Aber ich habe da nicht auf deine Cam geachtet, ob es da war. Im Castle war das, im zweiten Castle. Ja, dann war es das. Aber gut, das hätte es auch nicht gerissen. Wir waren eine Minute, glaube ich, auseinander. Also insofern, das wäre vielleicht noch 20 Sekunden. Ja, im zweiten Run war ich aber auch, ich war lang auf 16-20 Kurs. Ja. Und habe dann im vorletzten Raum. Hatte ich einen kleinen Deathloop und bin gleich fünfmal gestorben oder so. Boah, ja. Okay. Ja, den hast du übrigens Mo zu verdanken. Ah ja. Sakaya hat gesagt, ich soll dich ein bisschen jinxen. Wieder Jinx hoch 3 hier. Genau. Das habe ich sogar gelesen von Sakaya, dass er mir den Jinx wünscht. Dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt erst recht nicht. Und dann ist er gekommen. Ja, weil Mo hat irgendwie so einen Satz gelassen, wie da müsste Shelbert jetzt noch 3 oder 4 Mal sterben. Blub, tot. Hat es aber auch nicht gebracht, weil ich bin, glaube ich, im letzten Castle bin ich dann auch noch 3-mal gestorben. Und ja. Ja, schade. Ich hätte gern noch das dritte Rennen gesehen. Sakaya hat recht, wir wollten es natürlich auch spannend haben und hätten gerne auch noch ein drittes Race zwischen euch beiden gesehen. Ja. Bisschen schade, ich gefunden. Im ersten Rennen habe ich heute eine neue Speedstrat in Bastion Woods gefunden. Und die ist mir im ersten Run sogar geglückt und dann habe ich den Cooper Skip verkackt. Weil die ist ganz neu und das ist echt cool. Spart sicher auch nochmal 2 Sekunden. Okay. Okay. Wenn dir die gelungen ist, dann muss ich dann doch mal. Ja, also, ich bin da ein bisschen zu kurz gesprungen, aber die Stretch hat schon funktioniert, also könnt euch alle anschauen. Und sie ist super cool, weil sie ist relativ sicher. Weil, wenn man den P-Speed nicht bekommt, dann macht man einfach das, was man normalerweise macht. Und mit P-Speed muss man halt kann man unter dem Cooper vom Checkpoint durchspringen. Ja, krass. Und natürlich vielen Dank, dass du mich als Legende bezeichnest. Freut mich sehr. Ach komm, du wirst nicht, wie alle so, da musst du dich aber warm anziehen. Also der wird keine Zeit unter 16 oder unter 17 laufen. Und ich war so, ja, okay, alles klar. Und du warst ja auch schon beim Quiz bei mir zu Besuch, ne? Als Weltrekordhalter, ja, eine Sekunde, Sakaya. Ja, man hört und hat ja einiges gesehen. Insofern auf jeden Fall auch cool, mal gegen dich angetreten zu sein und nicht nur dich in irgendeiner Show zu haben. Ja, wir sehen uns eh wieder im Finale, würde ich behaupten, oder? Ja, schön wär's. Da stehen uns noch so ein paar Leute im Weg. Ja, Voxig macht mir Angst. Voxig ist so unglaublich konstant. Ja. Oh ja. Du hast seine Zeit bestimmt vorhin gesehen, ne? 2x 16er Zeit. Wahnsinn. Wow. 16er Zeit, ey. Ja, das war richtig krass und spannend. Ja, Voxing ist halt so ein richtiger No-Joke. Also der zieht seinen Run mit den sicheren Straits durch und da ist er brutal drin. Und dann kommt so ein Vogel wie ich, der die ganzen Speedstraits auspacken will. Dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Ja, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, dass das schon bei dem einen oder anderen Zusammentreffen von euch beiden schwierig war. Ja, ich kann mich noch ans erste Finale erinnern. Das war sehr unglücklich. Ja, aber gut.
Aber ich bin gespannt. Ich war ja heute Versuchskaninchen, es war ja dein erstes Spiel. Und keiner wusste ja, was uns heute erwartet, weil du hast es geschickt gemacht, du bist keinmal online gegangen. Ja, das mache ich allgemein nicht. Bin nicht sonderlich. Ich streame sehr selten. Aber ich habe auch. Turnier kann ich mich erinnern, dass du das doch mal gemacht hast und dass ich bei dir da mal im Stream war. Aber diesmal tatsächlich ganz zurückgehalten. Ich war so, oh, okay. Überraschungsmoment. Ja, ich war. Montag hatte ich ein bisschen. War ich mal ein bisschen reingegrindet. Aber sonst habe ich, wie ich wirklich gesagt habe, ich habe echt nicht so viel getan. Aber ich habe halt das Glück, dass ich das Spiel schon zeitlang spiele und schon ein bisschen drauf habe. Ja. Und dann geht es ein bisschen schneller. Und dann habe ich, glaube ich, gestern hatte ich diese 16.05 PB. Du hast die 16.05 PB? Ja. Dann, warte. Jetzt muss ich nachgucken. Habe ich nicht die 16.05 PB? Müssen wir uns einen Platz teilen? Nee, du bist drüber. Ich bin drüber, die 16.08. Ja, du bist dezent drüber, Safros. Nein! Da muss ich doch mal eine Zeit reißen. Ja. Also die 15. 16, Zeit 18, kommt 16, auch bald, 18. Also da machen wir keine Sorgen. Du hast deine Zeit auch verbessert schon, Safros? Nee, also bei 16, 18 ist meine Zeit. 18 noch, ja. PB. Ja. Das ist dann noch ein Stück. Ja, 16.05 fände ich gut. Ja, ich schaff's auch noch. Noch ein bisschen reingrinden. Hast ja noch ein bisschen Zeit bis zu deinem nächsten Race. Ja, vielleicht da. Und beim Training. Danach werde ich den Hack nie wieder anfassen. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis. Bisher sieht so aus, dass es am Sonntag um 17 Uhr weitergeht mit Hunter Frank gegen Sakaya. Also, wer den Sakaya mal verlieren sehen will, einschalten. Unbedingt einschalten. Genau. Ihr Schweine. So, ihr dürft dann gerne nochmal auch die letzten Worte an eure Fans richten. Sie haben Sakaya getötet, ihr Schweine! So. Ja, was soll ich sagen? Pietro, wir sehen uns. Wir liefern uns noch ein spannendes Match. Und vielen Dank erstmal für den ganzen Support und für die ganzen schönen Emotes, die ich bekommen habe und für das spannende Match. Auch lieber Shellbird und natürlich an Common Sense und Mo, vielen Dank fürs Kommentieren. Ich hoffe, ihr habt nur Gutes gesagt. Immer, nur. Ich gehe das VOD am besten nicht an. Ja, von mir natürlich auch. Also, Dank zurück. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke vor allem an Roti und Bonsai, die das hier aufstellen. Ohne die wird das Ganze hier nicht funktionieren. Und ja, ich hoffe, ich kann euch noch ein bisschen unterhalten in den nächsten zwei Gruppenspielen und dann, wenn es richtig läuft, dann auch noch in der K.O.-Phase. Und sonst wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ja, danke euch beiden. Da haben wir heute einiges gesehen, ne? Also Hunter Frank gegen Voxic. Gut. Da hat auch Hunter Frank gesagt, keine Chance. Voxic einfach zu stark. 16 Minuten Zeiten. Das ist halt Wahnsinn. Sakaya Midna war jetzt auch nicht immer so sicher, dass Sakaya das gewinnt, zumindest im ersten Run. Könnt ihr euch ja wie gesagt dann nochmal anschauen und jetzt nochmal Safros und Shelbert zum Ende. Also war wirklich ein richtig schöner Kaizo-Abend. Absolut, und ja. Bedanke mich dann an alle Runner und auch an die Zuschauer, an die Support im Hintergrund, die das alles immer wieder schön hinkriegen. Da schließe ich mich an. Auch Dank von mir an alle. Haut rein. Ihr denn? Bis denn. Ja. Ja, macht's gut. So. Ich übe jetzt weiter. Bis nächste Race. So.